Auf der Jagd nach spektakulären verlassenen Orten sollte unsere nächste Tour Richtung Italien gehen. Tief in den wunderschönen Hügeln der Toskana. Die Aussicht ist unfassbar schön. Und den schroffen Felsen der Südküste erkunden wir spektakuläre Orte, die längst vergangen sind. Alter. Ich kann's gar nicht fassen. Wir hatten keine Ahnung, was uns wirklich erwarten würde. No, è un privato. Ah, privato, okay. Dies sollte mal wieder eine dieser Touren werden, die wir nie vergessen sollten. This is home. Private home. Ah, okay. Da kam tatsächlich die Cabernere. Unsere nächste Location sollte im Norden von Italien, direkt in einem ausgetrockneten Flussbett liegen. Ein verlassenes Kloster, welches schon seit über 30 Jahren hier brach liegt. Das Dach eingestürzt und doch verbirgt dieses Kloster ein Geheimnis. Denn eine voll eingerichtete Kirche soll sich auf diesem Gelände befinden. Und da in der Mitte sieht es sogar aus, als hätte man da den Boden aufgestemmt und wäre zu dem alten Mausoleum unter der Kirche gekommen. Auf der Suche nach diesem Gebäude erkunde ich das komplette verlassene Kloster. Ein unheimliches Abenteuer mit dunklen Gängen und zig verschiedenen Räumen. Alter, die Decken sind hier richtig eingestürzt, wie wir von außen schon gedacht haben. Ausblick hier vom Balkon über die Berge. Sieht das schön aus. Am Ende dieser Erkundung finden wir ein dunkles Geheimnis heraus. Denn unter der Kirche befindet sich ein Raum, der für die meisten Menschen immer verborgen blieb. Und dann hörten wir plötzlich Schreie im Gebäude. Ciao. Buongiorno. Dies ist die blaue Kirche und das verlassene Kloster irgendwo in Italien. Guten Morgen, Leute. Wir haben, ist jetzt glaube ich gerade 9 Uhr, das Dachzelt ist noch aufgebaut und ich bin gemeinsam mit dem André, mit Jannis, der da unten gerade Enten füttert und mit Harald, der da gerade neben dem Auto pinkelt, unterwegs auf einer über einwöchigen Italien-Tour und wir erkunden mal wieder die vergessenen Orte von Italien, auch ein bisschen von Frankreich. Und sind eine ganze Weile unterwegs auf der Suche nach spannenden Abenteuern. Wir sind heute Morgen aufgewacht in einem wunderschönen Fluss. Hier sind kleine Boote, immer wieder Kormorane, Enten und Fischreiher. Es ist wunderschön, das Wetter ist auch in Ordnung und ich freue mich auf eine abenteuerreiche Zeit. So, jetzt noch ganz schnell, aber wirklich schnell, obwohl man beim Essen auch nicht hetzen soll. Ein kleines Müsli, Hafermilch, zack. Was sagt ihr übrigens zu meiner neuen Frisur? Also zu meiner neuen Bartfrisur. Wir essen jetzt hier eben auf. Und dann geht's weiter zum nächsten Spot. Und weiter geht's durch die italienischen Berge. Nebelbehangen und verregnet. Herrlich. Oh. Hier so ein ausgetrocknetes Flussbett, man sieht es nicht richtig, beziehungsweise steiniges, krasses Flussbett gerade. Ach, es ist immer so herrlich, mit dem Auto durch andere Länder zu fahren und zu erkunden. Das liebe ich einfach sehr. Das liebe ich einfach sehr. Und wer weiß, wo wir als nächstes ankommen. Leute, wir sind immer noch in Italien unterwegs und befinden uns gerade auf dem alten Gelände eines verlassenen Klosters. Seit mehr als 30 Jahren ist dieses Kloster bereits unbewohnt und schon mehr als baufällig. Immer wieder kommen hier alte Ziegelsteine und Dachziegeln vom Dach gestürzt. Und vor dem Kloster, das zeige ich euch gleich nochmal, ist sogar ein Erdloch, wo wahrscheinlich die Erde weggerutscht ist. Vielleicht wegen Grundwasser oder so. Auf jeden Fall ist die Erde da irgendwie weggerutscht. Zu dem Kloster gehört eine völlig unberührte, verlassene Kirche. Und eigentlich sind wir vor allem wegen der hier. Und ob wir die finden und was wir hier auf diesem Gelände erleben werden, das erfahrt ihr jetzt in diesem Video. Wir finden uns direkt im Innenhof des alten Klosters.
Von da hinten bricht die Sonne so ein bisschen am Haus vorbei. Man sieht hier schon so alte Leitern, Fenster. Und vor allem bei diesem Fenster fällt halt auf, dass dahinter anscheinend das Dach schon richtig eingestürzt ist. Der Hof hier ist schon zugewachsen. Dennoch hat man das Gefühl, als hätten hier Bauarbeiten vor einigen Jahren oder Monaten stattgefunden. Hier ist der Asphalt so ein bisschen aufgerissen und auch da hinten ist alles schon so ein bisschen, ja, ich weiß nicht. Es sieht halt so aus, als ob da mal irgendwas renoviert werden sollte. Das Krasseste an diesem Gelände von außen ist aber definitiv dieses Erdloch hier. Hier ist einfach so der Asphalt weggebrochen. Ich weiß nicht, wie tief es da runter geht, weil da jetzt Wasser drin ist und das Ganze auch gefroren ist. Man hat hier so provisorisch versucht, das Ganze mit solchen Absperrbändern zu sichern. Das sieht super krass aus. Habe ich tatsächlich noch nie gesehen. Kenne ich aber aus Italien, dass sowas hier öfter passiert. Man sieht hier richtig die Wurzelschichten, die verschiedenen. Das sieht schon heftig aus. Guckt mal, wie groß auch im Verhältnis zum Haus dieses Erdloch ist. Als wir das Gelände betreten haben, ist von dort oben einfach eine riesige Ziegel runtergebrochen. Dieses Dach ist so von unten umrandet mit so Ziegelsteinen und die brechen nach und nach runter. Und einer davon ist hier gerade runtergeklatscht, weswegen ich auf jeden Fall ein bisschen Abstand von außen zu diesem Haus nehme. Alter, ist tatsächlich gerade schon wieder was runtergebröckelt. Das Haus hier hat echt ein Eigenleben. Ich würde sagen, wir suchen jetzt mal einen Eingang in dieses verlassene Gebäude und gucken uns dann so weit möglich mal von innen um. Durch ein kleines Fenster sind wir tatsächlich in das alte Gebäude gelangt und stehen jetzt direkt in der alten Küche. Hier wurde das Essen für die Bewohner des damaligen Klosters gemacht. Ich denke, die Kirche ist jetzt direkt auf der anderen Seite. Das heißt, wir sehen uns jetzt erstmal die alten Räume und am Ende dann werden wir wahrscheinlich, wenn sie denn zugänglich ist, die alte, vermutlich unberührte Kirche irgendwann von 1800 ansehen. Auf jeden Fall stehen wir jetzt hier in der alten Küche. Einer der Räume, der, glaube ich, noch etwas mehr Einrichtung von früher hat. Ziemlich hohe Decken, wo so Ketten dranhängen. Dann ist hier eine Spüle, wo tatsächlich noch fein säuberlich das Geschirr auf so einem kleinen Schränkchen steht. Hier sind auch noch Glasflaschen und eine alte Schale. Und auf dem Tisch, in dem sich so alte Schubladen befinden, befinden sich weitere Glasflaschen und ein alter Teller. Und hier ein Eingangsbereich, der aber sehr gut verbarrikadiert wurde mit alten Schränken, damit bloß keiner hier reinkommt und etwas klaut. Die erste Sache, die mir gerade aufgefallen ist, ist das hier. Das hat überhaupt nichts mit der alten Küche zu tun, aber hier unten steht tatsächlich ein nicht zusammengebauter Kran und dieser LKW, der aber auch aussieht, als ob er schon etwas länger dort stehen würde. Vermutlich sollte dieses Gelände tatsächlich renoviert werden und dann sind vielleicht wieder Investoren abgesprungen. Von der Küche aus geht's jetzt einen Gang herunter. Hier ist noch ein weiterer Raum. Holz vertäfelt, zumindest an den Seitenwänden und am Boden. Könnt mir vorstellen, dass das hier der Speiseraum war. Denn hier gab es von der Küche so eine kleine Durchreiche. Alter, jetzt stehe ich im Hauptgang des alten Klosters. Ein großer Flur, der auf der oberen Etage wahrscheinlich nochmal genauso zu finden ist. Hier gibt es jetzt verschiedene Räume. Auch Holz vertäfelt. Die Holzvertäfelung ist wahrscheinlich auch das Einzige, was hier noch an alte Zeiten erinnert. Die großen Fenster lassen viel Licht herein, aber viel mehr ist dann auch nicht mehr da. Dieses Kloster wurde wahrscheinlich echt vollständig entkernt. Aber solche Sachen wie ein Badezimmer, welches mich wieder an so alte Horror-Games erinnert, das befindet sich noch hier mit 4 Waschbecken und den dazugehörigen Toiletten. Insgesamt ist das Kloster, glaube ich, aber relativ leer. Das meiste wurde hier bei dieser Renovierung oder den Anfängen der Renovierung tatsächlich rausgeholt. Wir gucken trotzdem noch mal weiter. Etwas unheimlich und spannend ist es auf jeden Fall. Es muss ja nicht immer alles voll eingerichtet und prunkvoll sein. Obwohl, ich sag's euch, die Kirche wird uns, glaube ich, gleich noch umhauen. Ich habe da ein Foto in der Vergangenheit gesehen und das sah echt krass aus. Oh, guck mal, was ich hier noch gefunden habe. Da oben ist so eine Tafel. Da steht was auf Italienisch drauf. Ich glaube, ich versuche das mal zu übersetzen. Antonio Agostino Emilio Caterina. Dass die reichsten Früchte des Werkes des gesegneten Gottes
für dieses Seminar geweiht werden wollten, an dem Harren junger Menschen treffen auf den Wunsch von Giglio di Castiglione, bilden sie sich in Tugend und Wissenschaft aus, um die Herolde Christi unter den Treuen und Untreuen in der Provinz zu sein. Demütiges Versprechen ewiger Dankbarkeit. 1997. Wir gehen jetzt mal die Treppe hoch. Wow, hier oben ist es wesentlich düsterer und wesentlich mehr Schutt liegt hier auch auf den Gängen. Alter, die Decken sind hier richtig eingestürzt, wie wir von außen schon gedacht haben. Hier hängt noch so ein einsamer Efeu runter. Hier ist noch eine Gardinenstange zu erkennen. Und die alte Heizung. Ja, hier ist wesentlich mehr kaputt gegangen. Hier in dem Raum auch. Decke komplett eingestürzt, obwohl die sogar aus Stein ist. Ja, und der Schutt liegt jetzt eben hier unten in dem Zimmer. Auf der anderen Seite ist ein Zimmer, welches noch ein bisschen besser in Schuss ist. Die Rollläden halb runtergelassen. Und hier sind tatsächlich solche kleinen Schränkchen, wie man sie eher aus einem, ja, ich würde fast sagen, wie aus einem Krankenhaus kennt. Solche Beistelltischchen. Oh, wisst ihr, was ich eigentlich noch viel krasser finde? Den Ausblick hier vom Balkon. Über die Berge. Sieht das schön aus. Da oben scheint sogar noch ein einsames Gebäude am Hang zu stehen. Guck mal da vorne. Da ist sogar noch so eine Maria-Skulptur. Ja, wie so eine Gedenkstätte. Eine kleine Skulptur mit so einem Rundbogen, wie so einen Mini-Altar, nur draußen. Von hier aus kann man auch nochmal einen Teil des Hauses sehen. Und irgendeinen Strick, der hier festgebunden ist. Jetzt könnte man da runterklettern. Also man kann da runterklettern. Aber man kommt halt nicht ganz unten an. Hier würde ich sagen, ist sogar der Haupteingang gewesen zu diesem Kloster. Gut, wir gehen noch ein Stück weiter. Hier scheint noch ein zweites Treppenhaus zu sein. Und nochmal Toiletten. Boah, es wird immer düsterer hier. Nein. Leute. Wir haben die Kirche gefunden. Hier sind die Bänke. Und wir stehen gerade etwas erhöht. Guckt euch das an. Das ist der Blick auf die Kirche. Wahnsinn. Von hier oben konnte man den Predigten auch zuhören. Aber vor allem da unten spielte sich natürlich alles ab. Die bunten Fenster. Vor allem das runde, bunte Fenster hier oben. Das ist ja irre. Geht ganz schön tief runter hier. Das ist nicht mal eine kleine Kirche. Beziehungsweise ist das wahrscheinlich eher eine Kapelle, eben zugehörig zu dem alten Kloster. Es hallt hier richtig krass. Sowas habe ich in Verlassen in diesem Zustand aber auch noch nicht gesehen. Und das mitten in Norditalien. Lasst uns zusehen, dass wir wieder runterkommen und uns diese Kirche hier ansehen. Das sieht ja unglaublich aus. Und da in der Mitte sieht es sogar aus, als hätte man da den Boden aufgestemmt und wäre zu dem alten Mausoleum unter der Kirche gekommen. Zumindest wirkt es so. Boah, ich habe hier noch ein Fenster gefunden. Von hier aus kann man den Eingang der alten Kirche und auch nochmal dieses runde, bunte Fenster erkennen. Wahnsinn! Das ist eine richtig, richtig schöne Kirche oder Kapelle. Mitten in den Bergen hier in Norditalien. Was wir jetzt unten in der Kirche entdecken können. Hier entlang. Jetzt dürften wir direkt neben der Kirche sein. Auch hier ist alles ziemlich düster. Alte Holzschränke. Ein Teppich liegt hier noch auf dem Boden und eine der alten Bänke aus der Kirche. Boah, hier riecht's muffig. Und hier kommen wir in die Kirche hinein. Willkommen in der alten Kathedrale. Boah, das ist unglaublich. Direkt am Anfang sind hier die Beichtstühle, wie man sie eigentlich in jeder katholischen Kirche hat.
Diese hier ist halt nur einfach in einem extrem guten Zustand. Bis auf ein wenig Graffiti ist ja eigentlich alles noch so wie damals. Sogar noch eine kleine Blume liegt hier in dem Beichtstuhl. Es ist schallisoliert. Hier konnte man diese Klappen aufmachen und sich dann unterhalten. Noch nicht mal sehen konnte man sich. Eben alles vollkommen anonym. Auf der einen Seite der Priester und auf der anderen Seite konnte man sich hineinsetzen und sich von seinen Sünden freisprechen lassen. Direkt daneben ist ein großes, in Stein gehauenes Bild von Jesus. Neben den Beichtstühlen gab es auch den Haupteingang, welcher gut verbarrikadiert wurde, mit verschiedensten Teilen und solchen alten Brettern, die man hier einfach vorgeschraubt hat, damit keiner mehr diese Kirche betritt. Auf der anderen Seite tatsächlich nochmal Beichtstühle, dieses Mal mit einem Vorhang. Die sehen fast etwas älter aus. Für den Rest der Kirche braucht man eigentlich überhaupt kein Licht. Denn das natürliche Licht, welches von den bunten Fensterscheiben hier hineinfällt, reicht eigentlich völlig aus. Links und rechts befinden sich hier die Holzbänke. Dann der Teil, den wir uns gleich noch ansehen. Dieser aufgebrochene Betonteil. Das ist schon sehr, sehr eigenartig, muss ich sagen. Es kann sich dabei eigentlich nur um ein altes Grab handeln, welches sich unter der Kirche befindet. Was natürlich super unheimlich ist. Aber wir gehen erstmal daran vorbei und schauen uns den Rest der Kirche an. In der Mitte natürlich das große hölzerne Kreuz mit Jesus am Kreuz. Darunter ein großer Holztisch mit einem roten Tuch. Darauf befinden sich Kunstpflanzen, Rosen, die hier natürlich sehr gut reinpassen. Sehen auch verdammt echt aus. Auf dem Holztisch befindet sich vermutlich noch ein altes Liederheft. Santa Maria del Camino. Il tuo popolo in Camino. Das ist mit Sicherheit ein altes Gesangsheft aus der Kirche. Irgendwas riecht hier an diesem Tisch total so, als wie Weihrauch oder sowas. Ich weiß nicht, ob es das Buch ist oder einer dieser Kerzen oder doch die Kunstblumen. Aber irgendwas riecht nach Weihrauch. Hinter diesem Tisch befinden sich an den Seiten noch Bänke, ebenfalls aus Holz auf beiden Seiten. Und dann die Stufen hinauf zum Altar. Da oben nochmal eine Figur von Jesus. Daneben vielleicht einer der Priester, der hier vielleicht dieses Kloster gegründet hat. Auf jeden Fall steht da dran, Majorem Dei Gloriam. Boah, die Kirche ist unglaublich, wirklich. Die ist unglaublich, wie edel das alles ist. Auch mit diesen Granit- oder Marmorstufen hinauf zum Altar. Dann steht man direkt vor den bunten Fensterscheiben und Jesu. Und hier in dem Altar dann alles mit so kleinen Mosaiken verziert. Wieder eine alte Kunstpflanze. Noch eine Schrift. Signore Dio. Dio Padre Onipotente. Tuce togli i peccati del mondo. Pietà de noi. Am Ende noch Amen, Amen. Ich kann natürlich kein Italienisch und ich weiß auch nicht, ob das perfekt ausgesprochen war. Aber allein die Tatsache, dass es hier in der Kirche so hallt, macht das irgendwie trotzdem ziemlich authentisch. Der Blick auf die andere Seite in die Kirche ist auch nochmal ziemlich beeindruckend. Da sieht man jetzt den Blick wahrscheinlich, wie ihn der Priester oft hatte. Über uns eine blau angestrichene Decke mit den bunten Fenstern, wundervoll verzierte Wände. Eine wunderschöne Kirche. Ein unheimlich tolles Gebäude, kann man anders nicht sagen, welches es so verlassen wahrscheinlich nirgends auf der Welt nochmal gibt. Ich muss sagen, ich bin fast ein bisschen sprachlos. Ihr könnt es ja mal in die Kommentare schreiben, aber ich hätte nie gedacht, dass die Kirche wirklich in einem so verdammt guten Zustand ist. Eine absolute Zeitkapsel aus den frühen 1800er Jahren, vielleicht sogar Ende des 18. Jahrhunderts. Eine Zeit, in der man noch mit Kutschen zur Kirche kam. Zu Fuß, aber keineswegs mit dem Auto. Ein ehrwürdiges, uraltes Gebäude, welches seit so vielen Jahren zerfällt. Menschen haben anscheinend versucht, es wieder aufzubauen und wieder etwas daraus zu machen, doch daraus wurde nichts. Und zurück bleibt diese unfassbar faszinierende Kirche mit all ihren Details, den verschiedenen Fliesen auf dem Boden, den Verzierungen an den Wänden, dem Mosaik, den wunderschönen goldenen Mosaikstückchen,
die verschiedenste Bilder aus der Bibel zeigen, die am Altar angebracht sind, den marmornen Säulen und den Figuren, die sich hier in dem Raum befinden. Das ist ein Lost Place der ganz, ganz anderen Art, den wir wirklich genießen müssen, weil wir sowas wahrscheinlich so schnell nicht nochmal sehen werden. Ich kann es gar nicht fassen. Italien hält so viel bereit für uns. Wir haben auf dieser Tour schon verschiedene andere Kirchen gesehen, aber keine war so wie diese hier. Die hat eine Atmosphäre. Ich kann euch das gar nicht erklären. Ich hoffe, das kommt auf dem Video ein wenig so rüber. Tja, und jetzt ging es in den Untergrund. Diese aufgestemmten Betonplatten mussten ja irgendwo hinführen. Und sie führten tatsächlich in ein unterirdisches Grab. Hier lagerten höchstwahrscheinlich die Gebeine der verstorbenen Mönche aus dem Kloster über uns. Hier waren sogar so alte Grabinschriften, also wie so Grabsteine, an den kleinen Kästen angebracht, hinter denen sich die Mini-Särge befanden. Die Särge ähnelten kleinen Holzkisten. Dort passte natürlich nur die Asche und einige Knochen. Dort passten natürlich nur die Asche und einige Knochen hinein. Sicherlich war hier einst Platz für über 20 Verstorbene. Und wisst ihr, was wir dann da unten noch entdeckten? Einen Knochen. Wenn auch einen sehr kleinen, aber das hier war unverkennbar ein alter Knochen. Die restlichen Überreste wurden wohl vor einigen Jahren entfernt. Vielleicht stand das im Zusammenhang mit den Umbauarbeiten, die hier eigentlich stattfinden sollten. Nun gab es nur noch ein paar aufgebrochene Kisten und eine extrem gruselige Atmosphäre unter Tage. Und als wäre das nicht genug, hörte ich jetzt in der Ferne auf einmal irgendjemanden rufen. Und das war eindeutig nicht Harald. Ciao. Ciao, buongiorno. 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 Italiano? I don't speak Italiano. We are okay. From Germany. Germany. Yeah. Okay. We take pictures. What is che fate con questo? I don't understand you. Sorry. Do you speak English? Yes. We are from Germany to take pictures from abandoned places and. Ma this is a home. A private home. Ah, okay. Take a photo. I know what you mean, yeah. No, no. Two. Two. Or two another. Guys. Another. I don't know. Two guys. Take a document. Document, yeah, yeah. Where are you staying? Where are you staying? We have a car. We make a road trip to all of Italy and France. We sleep in the car. We have a camping car. You don't take a photo. You don't stay in the church. Yeah, yeah. We understand. Okay. Okay. Big sorry for this. There's our car. Nice day for you. Bye. Bye. Okay, Leute, wir sind wieder beim Auto. Da kam tatsächlich die Cabrinere. Mir war vorhin schon so, als hätte ich jemanden gesehen, der vorm Haus telefoniert hat. Ja, naja. Ich denke, ich habe euch jetzt Szenen von Harald, mit dem bin ich ja hier unterwegs, gezeigt. Es gibt tatsächlich unter dieser Kirche, was halt super krass ist, noch so eine Art Mausoleum, also eine Grabstätte unter der Kirche, wo verschiedene Särge sind und wo er wohl sogar einen Knochen gefunden hat, was halt super krass ist. Den konnte ich jetzt zwar nicht persönlich sehen, aber da wir zusammen dort waren, haben wir das ja irgendwie zusammen gefunden und erkundet. Ich habe es mit in dieses Video getan und somit haben wir eigentlich alles gesehen in diesem Gebäude, Gott sei Dank. Die Polizisten waren super nett, konnten nicht sonderlich gut Englisch. War ein junges Mädel und ein, ja, eigentlich waren die alle super jung noch. Ich denke mal, der Mann, der mit dabei war, war der Verwalter, der das irgendwie gesehen hat und auf jeden Fall richtig gehandelt hat, Bescheid gesagt hat, der Cabrinieri gerufen hat. Das ist halt hier sozusagen die Landespolizei, die so auf dem Land aufpasst, weil
Dort gab es ja schon ein wenig Vandalismus und ich hätte es genauso gemacht. Ich hätte auch sofort Bescheid gegeben. Ich wäre an seiner Stelle auch nicht alleine reingegangen. Die waren super nett, die haben das auch verstanden. Wir wollten eben Fotos und Videos machen. Ja. Müssen wir jetzt so akzeptieren. Wir sind raus. Das war's dann mit diesem Video, Leute. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. War ein ganz besonderer Ort. Wir sehen uns woanders in Italien wieder. Bis dahin. Ciao.